Game over! So, liebe Freunde, Wesker ist wieder da mit einem neuen Headset und einem Controller. So, ich nehme jetzt die allererste Folge, oder beziehungsweise schon jetzt die zweite Folge von Resident Evil auf. So, ich habe mich also schon mal ein bisschen rumgeforscht jetzt hier und so. Und upala, das Headset ist extrem schwer. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Das letzte Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, das ist zigtausend Jahre her. Ich weiß ja so gut wie eigentlich gar nichts mehr. Es sind halt ein paar Erinnerungslücken vorhanden. Die erste Kantine. Okay, mit dem legen wir uns erstmal nicht an, weil wir haben nämlich noch gar keine Waffe. Wie gesagt, ich habe noch genaue Erinnerungsfetzen in meinem Kopf drinne, damit ich auch weiß, wo ich die Scheiße herkriege. Das heißt, wir müssen wieder zurück, weil wir jetzt haben ja den ersten Zombie gesehen. Ja, der hat sich gerade erstmal schön satt gefressen. So, wir sind wieder in der Eingangshalle. Wesker? Jill? Da liegt was. What happened to Jill and Wesker? Das ist Jills Waffe. Ja, nimm mal gleich direkt mit. Wir haben nämlich eine neue schöne Beretta oder Beretta. Ich sage mal Beretta dazu, keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin, aber der Sound ist extrem laut. So, wir haben ja jetzt den ersten Zombie gesehen und oh ey, diese. Im Remake habe ich sowas eigentlich nicht. Ich war ja schon überlegen, ob ich den Remake spiele, aber ich wollte eigentlich mal das Original spielen. So, Pause? Ah, hier. So, equipped. So, wir haben jetzt eine Pistole, wir haben ein Messer, wie ihr gerade gesehen habt, und ein Heilungsspray. Wir werden erstmal ein bisschen rumgucken hier, wo ich da ein bisschen was finden kann und sowas alles. Okay. Ah, da ist jetzt ein Zombie, aber wir legen uns mit dem ersten Zombie noch nicht an hier. Oh, das ist nicht der einzige. Okay, der erste Zombie ist down. Aber er ist noch nicht ganz tot. Aber man hört sie schon laufen, die Scheiß-Zombies. Das kacke nämlich. Was ist denn mit dem passiert? Okay. Klein mal ab. Nicht dich! Junge, wie fällst du aus? Halt dein Life aus, Alter. Okay, ich hau ab hier. Weil ich habe. Ich weiß nicht, wie viele Schuss ich habe. Wie viele Schuss habe ich denn irgendwie noch? Vier Schüsse? Das überlebe ich nie und nimmer. Wir werden nicht überleben. Oh mein Gott. Was sind wir denn hier? Boah, noch mehr Zombies, Alter. Was ist denn hier los, Alter? Zurück, zurück. Oh mein Gott! Ist der nächste tot? Nee, okay. Das heißt, wir müssen das Messer nehmen. Zack, equipped. Equipped. So. Dann, nach unten gucken und stechen. Stechen ab! Lass mich los! Ich weiß nicht. Lass mich los, du Hure, Alter! Ist der down? Komm schon. Der scheint tot zu sein, oder? Ja, er ist tot. Okay, bloß weg hier. Oh mein Gott. Muss man mal wieder reinfinden in dem Spiel. Oh, wo muss ich denn als erstes lang? Ich habe nämlich gar keinen Plan.
wo muss ich als erstes lang? Muss ich hier lang? Was ist denn da? Geh mal gucken. Oh, die Mucke, Alter. Oh, da ist ja noch einer von denen. Aber ich leg mich nicht mit dem an. Das ist mir noch ein bisschen zu heftig. Ich habe keine Munition mehr, ich habe keinen... Da habe ich ihn noch, als Kap. Oh, oh. Oh, da liegt was. Was haben wir denn hier? Was ist denn da? Ein Schlüssel. Ja, nimm mal mit. Nimm mal mit, kleiner Schlüssel, nimm mal mit. So, da ja Chris in diesem Spiel kein Dietrich-Set hat, wird das... Oh, 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 Blut, Alter. Blut. Ich hoffe, das ist... Dieses Blut stammt nicht von meinen Kameraden. Wirst du gleich herausfinden, denke ich mal, oder? Was machst du denn? Ja, ist okay. Wir haben verstanden. Nee, was ich gerade sagen wollte, Jill hat ein Dietrich-Set. Da Chris aber keinen hat, kriegt er halt die ganzen kleinen Schlüssel. Alle. Da liegt einer. Es ist Forrest. Er wurde von den Krähen zu Tode gehackt. Lol. Ah, da kommen sie schon, da kommen sie schon, da kommen sie schon. Aber was haben wir denn hier? Was liegt denn hier? Ein Magazin, das ist doch schon mal schön. Nimm mal gleich mit. Liegt da noch irgendwo eins oder so? Nee? Okay, dann bloß weg hier. Weil mit den Viechern, der gibt mich nicht an. Das dauert mir zu lange. Weil dieser Room ist ja eigentlich gekleed jetzt so. Ich, ja? So, ne, prüfen, nicht prüfen. Zurück. Kombi, zack, so. Und gleich equippen hier. So. Und wieder los jetzt. Huh, okay. Wird ein bisschen schwieriger, als ich erwartet habe. Wo gehen wir lang? Wir gehen, ich glaube, wir müssen sogar umlang, war, kann das sein? Ne, halt. Doch, wir gehen erstmal kurz umgucken. Den Zombie erstmal umlegen. So, Zombie, komm mal her hier. 1, 2, 3, 4. So, du gehst down. Dann Messer auswählen. Sag mir jetzt nicht, dass du tot bist, Alter. Tatsache, du bist tot, okay. So, also hier ist eine Tür. Die ist fest verschlossen. Meine Rüstung ist eingraviert. Ach, das sind ja diese behinderten Schlüssel hier. Oh, 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 oh. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Hier. Die ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Es gibt drei verschiedene, nee, oder vier sogar, verschiedene Arten von Schlüsseln. 1, 2, 3, 4. So, läufst du aus? Du läufst nicht aus. Warum läufst du nicht aus? Okay. Das heißt, du bist noch am Leben. So, gehst du down? Gehst du down? Bist du tot? Bist du tot? Läufst du aus? Ja, du läufst aus, okay. Was ist hier? Hier ist noch eine Tür. Die ist fest von innen verriegelt. Auch nicht schlecht, okay. Gut, weiß ich Bescheid. Da ist noch eine Tür. Dann gehen wir mal durch. Oh mein Gott, Alter. Ui, was haben wir denn hier? Ui, das ist ein Buch. Was haben wir denn hier? Botanikbuch über Kräuter. Wieder so eine Art Tutorial. So, ich zeige euch mal die ganzen Seiten. Ihr könnt dann Pause machen und die euch durchlesen. Und, über die Kräuter werde ich dann euch später noch was sagen. So, wenn ich eins finde. Botanikbuch wurde gespeichert. Okay. Alter, ist hier noch irgendwas? Nichts Ungewöhnliches, okay. Alles klar. Gut. Die haben sie gerade geöffnet? Okay. Gut. Dann habe ich eine Tür geöffnet. Alles klar. Ja! 1, 2, 3, 4. So. 3 Schüsse habe ich noch. Wow! What the fuck? Lass mich los! Geh hier runter! Lass mich los! Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Komm her! Hallo! Oh mein Gott, Gefahr! Wir nutzen! Okay.
Oh, Alter, wie viel hältst du bitte aus? Das ist ja nicht mal normal. Lebt, stopp doch, Alter! Warum stoppst du nicht? Lass doch los, Alter! Ja! Das ist doch nicht mal normal, Alter! Ey! Jetzt reicht das hier, Alter! Ist ja ekelhaft, Alter, mal ganz ehrlich. Meine Fresse, läufst du aus? Läufst du aus? Nee, du läufst nicht aus. Warum läufst du nicht aus? Oder bist du schon tot? Tatsächlich, du bist tot. What the fuck, Alter, wie er ausgehalten hat? Wir haben sie geöffnet. Ja, okay. Jo, da hat er auch ein legales Spiel, da ich leider keine Safe State benutzen. Nee? Okay, wieder zurück. Gut, weiß ich Bescheid. Oh, jetzt renne ich mit dem Messer rum, Alter. Ist ja schön. Oh, noch einer von denen, Alter. Bloß weg hier, Alter. Oh Mann. Oh nein. Entschuldigung. Oh my fucking goodness. Oh, eine Speichersäule. Okay. Was haben wir hier? Was ist denn bitte? Chemikalien. Ja, nehmen wir mit. Und wir packen auch gleich eine schöne Kiste rein. Weil das ist nämlich so eine Art, oh, Magazin, Alter. Hupala. So. Wir haben ja jetzt Chemikalien, bla bla bla. So. Dann. Kombi. Okay. So, haben wir noch irgendwas? Das ist eine alte Schreibmaschine. Hätte ich ein Farbband, könnte ich abspeichern. Ich habe aber leider keine Farbbänder. Ja, liebe Freunde. Man kann leider nur abspeichern, wenn man ein Farbband hat. Das heißt, wenn man alle Farbbänder aufbraucht, weil man jetzt blöd ist für irgendwas hier, so wie ich gerade, dann wird er doch ein bisschen problematischer. Was haben wir denn hier? Ah, ja, so, aufgepasst. Das ist ein grünes Kraut, das verheilt, das heilt uns und das können wir kombinieren mit anderen Kräutern. Um gleich von null auf. Genau, klein ab. Klein ab. Wie viel hältst du bitte aus, Alter? Läufst du aus? Er läuft nicht aus. Okay, 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 okay. Ich hab's nicht so gemeint. Ich hab's nicht so gemeint. Okay, okay, okay. Bleib cool. Mir ist gerade was abgefallen. Und jetzt läuft auch. Okay. Gut, hier lang. Sie ist von innen verriegelt. Okay. Gut, dann ist sie halt von innen verriegelt. Das heißt, ich muss wieder nach oben. Oh mein Gott, Alter. Mann, wie ich mich auf dieses Spiel gefreut habe. Ja, Freude sieht ganz anders aus. Oh, jetzt komme ich wieder hier hoch. Ah, da steht er ja schon, der Ekelhafte. Da stehen zwei sogar. Er sieht mich nicht, oder? Sieht er mich? Doch, er sieht mich. Er sieht mich. Oh, oh, er sieht mich. Der Knopf ist abgebrochen. Wollt ihr mich verarschen? Mann, Alter. Ich muss mal überlegen, wie ich am besten weiterkomme. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan mehr. Ich laufe mal zurück in die Eingangshalle, weil unten waren ja auch noch Türen gewesen. Das wird ein aufregendes Let's Play. Oh Mann, ey. Aber okay. Daran soll es nicht scheitern. Wir werden das so gut wie es geht meistern. Ja, yep, yep, yep. So, und hier wieder runter. Und die ewige Sequenz, wenn man eine Treppe runtergeht oder durch eine Tür geht. Ruhepott von 12. Bloß nicht hetzen lassen. Ey, auch wenn eine Horde Zombies hinter einem ist. Bloß nicht hetzen lassen. Oh, ist die Tür. Sie ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Ja, toll. Warte mal hier. Ah, die Tür ist offen. Okay. Gut zu wissen. Beauty. So, warte.
Da oben ist eine Karte drin, das sehe ich schon von hier aus. Nee, so. Okay, weiter ran. Und einmal hochgehen. Da ist eine Karte drin, der ersten Etage. Möchten Sie sie mitnehmen? Aber na, selbstverständlich. Sie wissen, dass die erste. So, hier können wir auf die Karte zugreifen. So, wir sind in einem Raum, wo gerade rot blinkt. Da sind wir gerade. So, okay. Na, hopp, geh runter. So, einmal wieder durch, weil hier liegt nämlich, glaube ich, auch ein Zombie. Ja, da liegt er. Aber ich werde keine Munition verschwenden, weil ich werde den... Ja, komm. Ja. Bäm! Jetzt mal direkt den Kopf zerfickt. Oh, Farbband. Oh, zweimal so. So, liegt hier noch was drin? Nee, anscheinend nicht. Oder? Ist hier noch was? Ist hier noch was? Nein! Nein! So, Freunde. Ich werde die Folge mal hochladen hier, wa? Und dann gehe ich aber erstmal vorher abspeichern. Damit ich das nicht alles nochmal von vorne machen muss. Oh, das ist schön. Ja, definitiv. So, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Und einmal hier durch. Ui, Farbband. Ja, nehme ich mit. Warum denn nicht? Kann doch nicht verkehrt sein. Damit können Sie Ihre Fortschritte weiter speichern. Ja, möchte ich. Ja, möchte ich. So, Speicherkarte 1. Prüfe Speicherkarte. Keine Daten. Schuld 01. H. Halle. IF. So. Und dann mache ich euch auch einen Cut. Und Wesker, bis später.